Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragons. So, checken wir erstmal Johann oder ich würde sagen, ach Quatsch, wir schicken erstmal unsere Drachen neu los. Checken hier auf alle Fälle erstmal die Lage, sammeln die Materialien ein und gucken natürlich anschließend, wie es hier in unserer Akademie aussieht, wie viele Drachen wir da noch im Training haben, wen wir eventuell noch trainieren können. Wer aus dem Training zurück ist, ist natürlich auch wieder mal die Frage. Checken wir natürlich auch gleich mal ab und dann werden wir auch gleich mal gucken, ob wir eventuell einen weiteren Drachen zum Titan-Drachen pimpen können. Das wäre natürlich mega geil, aber wie gesagt, kann ich nichts versprechen. Von daher müssen wir da erstmal die Lage checken, aber das werden wir natürlich jetzt gleich tun und dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Wissen, was wir machen können. Das ist natürlich die Frage. Außerdem können wir natürlich unseren grünen Tod auch gleich noch neu losschicken. Das werden wir natürlich machen, aber erstmal müssen wir natürlich, bevor wir den losschicken können, den Gegenstand einsammeln. Das werden wir jetzt tun. Checken wir erstmal ab. Jo, ein Stück Koralle nehmen wir natürlich mit, schicken den für 8 Stunden gleich nochmal los und dann würde ich sagen, checken wir auch gleich mal unseren Immerflügler. Der ist auch zurück, von daher passt es. Da können wir natürlich hier die Fliegenpilze einsammeln und lassen den für 12 Stunden nochmal los und werden dann natürlich überrascht sein, was er uns als nächstes mitbringt. So, was machen wir dann? Wir können jetzt natürlich hier unser Mysterium-Paket erstmal checken. Das machen wir natürlich. Zack, zack, zack. Sammeln hier erstmal das ein. Da sieht es erstmal gut aus. Ein paar Gegenstände haben wir auch bekommen. Beziehungsweise Zahnräder. So, was haben wir jetzt? Jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal die Akademie. Wie sieht's da drinnen aus? Oha, oha, oha. Wir sehen, kein Drache ist mehr am Training. Das heißt für uns natürlich, dass wir weitere Drachen pimpen können. Aber erstmal will ich natürlich gucken, welche Drachen sind aus dem Training zurück. Hier haben wir beispielsweise unseren verteidigenden Skrill. Der ist jetzt auf Level Nummer 37. Ich würde sagen, den knallen wir gleich mal hoch bis auf Level Nummer 39. Könnten den für 15 Stunden auch gleich nochmal trainieren. Wäre auf jeden Fall eine noble Sache. Könnten wir uns überlegen, ob wir machen oder ob wir lassen, weiß ich selbst auch noch nicht. Dann haben wir hier den Windfang, den können wir auch für 10 Stunden 40 Minuten trainieren. Unseren Windstürmer könnten wir auch trainieren, 20 Stunden 30 Minuten. Und dann haben wir hier natürlich noch unseren Gratflügler. Für einen Tag 6 Stunden wäre auf jeden Fall auch eine noble Sache. Könnte man auf jeden Fall auch mal bringen. Also werden wir sehen, müssen wir gucken. Den Windfang hatten wir schon. Dann haben wir hier natürlich unseren Dorngrad auf Level Nummer 81 gepimpt. Könnten den natürlich auch weiter pimpen für Fisch, aber ich muss sagen, nee, das will ich erstmal nicht machen, weil die Wahl, ich will natürlich erstmal gucken, welche Drachen ich eventuell noch pimpen kann mit Hilfe von unserem Fisch, den wir hier auf Tasche haben. So, dann haben wir hier unseren Zahnmeister, der ist jetzt auf Level Nummer 15 für 5 Stunden 20 Minuten, könnte man den auf alle Fälle auch nochmal trainieren, aber ich würde sagen, nö, das ist auch erstmal Quatsch, aus dem Grund lassen wir das natürlich auch erstmal. So, dann gehen wir hier rüber, checken hier die Lage, unser maskierter süßer Tod, den könnte man pimpen für 2 Tage 7 Stunden. Muss ich mal überlegen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Schicken den erstmal los für 2 Tage, 7 Stunden. Haben dann natürlich den nicht mehr zur Verfügung, um weiteres Holz zu sammeln. Aber ist egal. 110 Mille Holz kostet der Spaß. Gut, okay, schicken wir den erstmal los. Dann können wir auch sagen, nehmen wir unseren Dorngrad und lassen den erstmal Holz sammeln. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich die weiteren Drachen. Hier haben wir unsere brutale schnappende Falle auf Level Nummer 63. Ich würde sagen, die pimpen wir natürlich erstmal weiter bis auf 65 und können die für 17 Stunden 20 Minuten auch gleich nochmal trainieren. Wäre auf jeden Fall eine noble Sache, wäre auf jeden Fall relativ sinnvoll. Dann haben wir hier den Knochenräuber auf Level Nummer 78. Den könnten wir natürlich auch weiter pimpen, unseren verteidigenden Knochenräuber, aber da würde ich sagen, nö, machen wir erstmal nicht, da suchen wir uns erstmal einen anderen Drache. Eventuell haben wir hier einen, wo dann doch ein bisschen sinnvoller wäre, der hier beispielsweise unser Feuerwurm für 20 Stunden 55 Minuten wäre auf jeden Fall eine Option. Aber da würde ich auch fast sagen, nö, das ist eigentlich auch relativ Quatsch, da, weil ich weiß, in 20 Stunden 55 Minuten bin ich auf jeden Fall nicht am Start, von daher müssen wir ja mal gucken, wie sieht's mit dem aus, ein Tag 2 Stunden, das wäre natürlich auch eine noble Sache, könnte man bringen, aber nö, das lassen wir auch erstmal, 20 Stunden 30 Minuten 15 Stunden. Ich würde sagen, dann nehmen wir den erstmal, schicken den auf alle Fälle los für 15 Stunden, unseren verteidigenden Skrill. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir hier eventuell noch einen finden, so für 15 Stunden. Naja, der wäre eigentlich auch megamäßig gut für 10 Stunden ein bisschen. Haben wir hier vielleicht noch einen für 12, 13 Stunden? Nee, haben wir nicht. Von daher würde ich auch sagen, werden wir uns dann mit Sicherheit für den hier entscheiden.
Und zwar für unseren Windfang. Schicken den nochmal los für 10 Stunden 40 Minuten. Wäre auf jeden Fall eine noble Sache. Könnten wir auf jeden Fall machen. Wie gesagt, gibt es natürlich verschiedene Ideen. Ich weiß nicht, was das Sinnvollste ist, aber wenn ihr einen Plan habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Einen Tag, zwei Stunden, nee, da bin ich nicht am Start. Von daher würde ich jetzt sagen, machen wir Nägel mit Köpfen, schicken auf jeden Fall unseren, nee, den Windstürmer schicken wir nicht los. Wir schicken den Windfang los zum Training in der Akademie und lassen uns überraschen, was zu je 10 Stunden 40 Minuten dauert. Dann ist der auch on Tour. Dann seht ihr natürlich, in der Akademie ist alles wieder Paletti. Drei Drachen sind im Training. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal die Drachen ab, die auf der Reise waren. Wen haben wir da? Wen haben wir da? Wen haben wir da? So, da sieht's gut aus. Da kriegen wir erstmal noch einen Gegenstand. Können hier gleich nochmal weitermachen. Wikinger-Tagebuch, ich war fast aus der Höhle raus, als Wäschlopp so laut rückt, dass der gerade wieder herumschoss und uns sah. Spiel kein Feuer, sodass Fleischhaus und ich erwischen konnten. Ich frage mich, was ich jetzt draußen bleiben, wieder hineingehen. Ich würde sagen, wir checken nochmal drinnen die Lage. Gehen nochmal hinein und gucken, was so geht. Hier seht ihr in 2 Stunden 51 Sekunden ist natürlich unser Snoggle Talk kurz und wirkt zurück. Da werden wir natürlich auch gleich mal die Lage checken, aber wie gesagt, hier haben wir noch ein paar andere, wo wir noch ein bisschen gucken können, was geht. Ah, bitte, dann hätte ich natürlich viel, viel lieber das andere Paket gehabt. Aber gut, okay. Sollte nicht so sein. Ich weiß ja nicht, auf welche Reise seid ihr. Ich bin jetzt hier Reise 20. Seht ihr selbst. Alle sind in Aufruhr. Es gab einen Gefängnisausbruch. Astrid Frank, den Hauptmann. Wie sie helfen kann, doch der antwortet nur Barschmidt, das ist nichts für dich, das regeln die echten Wachen, bleiben oder gehen, wir bleiben auf alle Fälle, checken da die Lage, gucken was geht, Alter, 53 Zahnräder wäre natürlich mega, den Gegenstand können wir auch absolut gebrauchen, von daher lassen wir uns da auch einfach mal überraschen, gucken was so geht, das Paket wäre geil, Alter, wieder nicht, das kann doch nicht sein, so, hier sind wir auf Reise Nummer 24, haben wir natürlich noch ein bisschen was vor uns, Rotzback hat schon mal einen riesenhaften Albtraum. Der war allerdings nicht so riesig wie dieser, Tor sei Dank. Bekommt niemand sein Gejammer mit Hörner oder Hals. Ich würde sagen Hörner. Und dann gucken wir einfach mal, was geht. So, dann haben wir die auf jeden Fall losgeschickt. Die drei sind on Tour. Hier müssen wir noch eine Minute 37 Sekunden warten, bis es soweit ist. Von daher können wir hier gleich mal die Lage checken. Hier seht ihr ja, mein Fischbecken ist auf Level Nummer 20. Dann haben wir unser Holzlager auf Level 20. Außerdem haben wir unseren Katapult auf Level Nummer 5. Um den aufzuwerten, brauchen wir natürlich erstmal den nächsten Fight, also wir müssen Flotte Nummer 70 besiegen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ich weiß nicht, bei welcher Flotte sind wir, Flotte 67, von daher könnte man da auf jeden Fall auch noch was reißen, im Laufe der nächsten Let's Plays wäre auf jeden Fall eine noble Sache, dann checken wir erstmal Johann, was hat der vor uns, 2 Gegenstände, da schlagen wir auf alle Fälle zu, holen uns die Bäden und schließen die ganze Geschichte wieder, könnten jetzt auf alle Fälle nochmal gucken, was wir eventuell noch so machen könnten, aber ich glaube, so wirklich was zu tun haben wir erstmal nicht, von daher würde ich auch sagen, werden wir jetzt erstmal hier unseren Flutsegler weiter aufpimpen. Auf Level Nummer 89 schicken den nur gleich nochmal los, ein bisschen Fisch sammeln. Und dann würde ich sagen, gucken wir hier nach, ob wir hier eventuell noch welche haben, die wir weiter pimpen könnten. Hier hätten wir unseren Knochenräuber, das wäre natürlich eine noble Sache. Von daher würde ich auch sagen, werden wir den auf jeden Fall erstmal auf 79 pimpen und könnten den für 17 Stunden 40 Minuten auch gleich nochmal trainieren. Das werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen, aber nicht in diesem Let's Play, weil die Akademie ist voll. Von daher müssen wir da erstmal warten, aber ich denke schon, im nächsten Let's Play ist es auf jeden Fall drin, dass wir da was reißen können, dass wir den auf alle Fälle wieder mal ein bisschen trainieren können. Aber wie gesagt, wir checken jetzt erstmal die Drachen, bei welchem können wir noch ein bisschen Fisch auf den Kopf kloppen. Das ist natürlich die Frage. Naja, naja, naja. So, den Knochenstreifer, den exklusiven Knochenstreifer, könnten wir auf jeden Fall auf 79 pimpen. Das wäre auf jeden Fall eine noble Sache. Wir können nur sagen, der Schrecken der Meere auf 89. Also wir haben natürlich mehrere Optionen. Hier können wir den Sandgeist auf Level 90 pimpen. Also wie gesagt, wir haben eine ganze Menge Optionen. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal unseren Knochenstreifer, pimpen den jetzt erstmal auf Level Nummer 79. Können den für 2 Tage, 8 Stunden gleich nochmal trainieren. Aber das lassen wir, weil die Akademie ist voll, habe ich schon erwähnt. So, dann checken wir uns auf. Ja, was haben wir hier? Sucher in Schaufelhelm auf der Klapperklippeninsel zweimal. Da müssen wir auf jeden Fall noch Bambule machen. Aber das Ding ist,
ist. Unser ohne Zahn ist noch nicht so weit. Den brauchen wir natürlich erstmal auf Level Nummer 95. Von daher haben wir dann noch gut zu tun. Weiter geht's mit unseren exotischen Drachensammlungen. Da müssen wir zwei vervollständigen. Dann haben wir hier einen Schiffbrecher, den wir auf Level Nummer 48 pimpen müssen. Wie gesagt, bis jetzt haben wir noch nicht gefunden. Hab meinen ohne Zahn schon relativ oft losgeschickt, aber hatte immer Pech. Von daher muss ich da noch ein bisschen was tun. Dann müssen wir hier mit Raff, mit Kotz und Wirk, sagen wir es einfach mal so, mit den Beinen müssen wir auf jeden Fall 4 Reisen abschließen. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, aber da denke ich mal, kommen wir auf jeden Fall relativ gut und schnell voran. Und dann haben wir hier Flotte Nummer 67 vor der Brust, die können wir natürlich auch pimpen, unser Berg verteidigen und vernichten. Und dann haben wir natürlich noch vervollständige 2 Immerflügler-Sammlungen. Da bin ich natürlich gerade dran, ne? Bin da gut dabei, um die Runensammlung, die Immerflügler-Runensammlung hier zu vervollständigen. Aber wie ihr seht, gegenstandstechnisch fehlen uns noch insgesamt 9 Gegenstände. Von daher müssen wir dann noch ein bisschen weitermachen. Gucken, was unser ohne Zahn uns mitgebracht hat. Das ist natürlich die Frage. Da checken wir erstmal die Lage, gucken da erstmal rein. Was gibt es da? Was hat er mitgebracht? Yo, erstmal ein Gegenstand. Das ist natürlich erstmal wichtig für uns. Dann haben wir erstmal den ersten. Dann würde ich sagen, checken wir hier die Lage. Oh, der ist zurück. Richtig mega, richtig geil. Dann können wir hier gleich mal am Rad drehen und gucken, was wir da bekommen. Oh, ich bin gespannt. Oh man, kriegen wir ein bisschen Holz. Gut, okay, 5 Mille oder was war das? Jo, 5 Mille Holz nehmen wir natürlich mit nach Hause. Was bleibt uns anderes übrig? Und dann würde ich sagen, schicken wir den erstmal nochmal auf die Reise und gucken, was der an Drachengrad so reißen kann. So, 10 Stunden müssen wir uns gedulden. Dann haben wir das erledigt und könnten jetzt auf alle Fälle unseren ohne Zahn gleich nochmal losschicken. Klar, ihr seht, eventtechnisch ist hier nichts am Start. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier erstmal ruf auf unsere Runensammlung und lassen natürlich den Gegenstand gleich nochmal suchen für 54 Minuten. Lass uns einfach mal überraschen, was so geht, und sind für heute auch erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.